Hi, ich bin Sandy und arbeite im Marketing bei Airworks. Heute stelle ich unser intuitives Touch-Display vor. Wir beginnen damit, die Maschine erst einmal anzuschalten. Es kann sein, dass die Maschine am Anfang etwas aufheizen muss. Wir gehen einmal direkt in die Einstellungen rein. Dort lässt sich das Gebläse prozentual einstellen und mit den Reglern nach oben oder unten verschieben. Weiter geht's mit dem Datum, das lässt sich auch mit Reglern nach Tag verschieben, sowie die Zeit. Hier gibt es noch eine kleine Kurzanleitung mit Hilfe von Piktogrammen sowie Kontaktdaten, falls noch weitere Fragen bestehen. Die Siegeltemperatur lässt sich ebenfalls mit Reglern nach oben oder unten verschieben. Die Einstellungen dazu finden Sie in unserer Tabelle. Ist Ihre Maschine andersherum angebracht, lässt sich natürlich auch das Display drehen. Natürlich haben wir auch einen Energiesparmodus. Die Geschwindigkeit der Maschine lässt sich ebenfalls einstellen. Wir haben sie heute auf Low gestellt. Damit sich die Werte nicht verstellen, gibt es auch eine Sperrfunktion. Zu guter Letzt können wir auch unsere Sprache hier einstellen. Mit dem Enter-Knopf kommen Sie wieder zurück auf das Startdisplay. Hier gibt es noch einmal einen Schnellzugriff für die Luftzufuhr sowie einen Knopf, um den Leerlauf laufen zu lassen. Zusätzlich kann man einen Counter einstellen, der gerade bei unserer Maschine noch aus ist. Diesen kann man aber auch ganz einfach wieder anschalten. Ich gebe jetzt einfach mal 3 Bahnen ein, die wir auch direkt einmal laufen lassen. Genau 3 Bahnen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Das war's zu unserem Touch-Display.